Hallo. Wir fangen mal an. Willkommen zur Session, wie heißt die jetzt nochmal genau, Inhaltefinanzierung durch Crowdfunding? Ja, genau. Mein Name ist Markus Beckedahl, ich bin ja einer der Veranstalter von der Republika, betreibe das Weblog netzpolitik.org und habe so ein bisschen eigene Erfahrungen mit Crowdfunding, vor allen Dingen bei uns über Flatter gesammelt. Ich habe hier aber mir Gäste eingeladen, die viel mehr und konkretere Erfahrungen gemacht haben, darüber wollen wir reden. Zu meiner zweiten Linken sitzt Ulrike Langer. Ulrike ist Medienjournalistin und betreibt das Weblog Medial Digital neben ganz vielen anderen Aktivitäten. Und ja, sie hat auf verschiedene Arten und Weisen schon mit Crowdfunding experimentiert. Darüber wird sie gleich berichten. Zu meiner ganz Linken sitzt Richard Gutjahr, bekannt geworden als Apple-Fanboy vor dem Apple Store in New York. Zumindest kannten wir uns vorher nicht, oder ich kannte ihn nicht. Danach hat er aber noch andere coole Sachen gemacht, wie zum Beispiel mal in eine Revolution reinfliegen und sich das Ganze crowdfunden zu lassen. Im Nachhinein ein gewagtes Experiment in vieler Art Hinsicht. Und zu meiner Linken der andere Apple-Fanboy auf der Bühne, Tim Pritlove, stand noch nicht in New York vom Apple Store. Aber Tim ist wahrscheinlich so der bekannteste deutsche Podcaster mit einer Vielzahl an Podcasts in seinem Meta-Ebene. Wie heißt das weiter, Studio? Das Studio heißt Meta-Ebene, das ja. Projekt heißt Meta-Ebene Personal Media. So genau, ich das. Also eine Vielzahl von Podcasts, dass ich irgendwann den Überblick verloren habe. Aber Tim gilt auch als der Flatter-König in Deutschland und vermutlich geht der Großteil unserer Flatter-Gelder in eines seiner Projekte. Zumindest hat man manchmal das Gefühl. Ja, fangen wir erstmal mit Ulrike an. Du hast aktuell ein Buch mitgeschrieben. Und ist das schon draußen? Nein, der Prozess ist noch mittendrin. Es ist vielleicht das erste Journalismus-Lehrbuch der Welt, das schon bestellt werden kann, obwohl es noch gar nicht auf dem Markt ist und alles gleichzeitig passiert. Okay, bei anderen Büchern nicht. Also man sieht da bei Amazon immer, dieses Buch ist in 3 Monaten erhältlich, Sie können es jetzt schon bestellen. Wir haben noch keinen genauen Erscheinungstermin. Wir hoffen, dass es im Sommer jetzt auch tatsächlich der Fall sein wird. Also wir haben jetzt ungefähr 770 Vorbestellungen über die Plattform Euryclear, die auch noch relativ neu ist und uns deshalb als Referenzprojekt genommen hat. Die Vorbestellungen übertreffen jegliche Erwartungen, die wir hatten, denn das ist für ein Fachbuch, was immerhin zum Subskriptionspreis von 24,90 Euro erhältlich ist, also nicht gerade Peanuts, ist das wohl eine erstaunlich hohe Zahl. Und wie seid ihr jetzt als Journalisten dazu gekommen, mit Crowdfunding zu experimentieren? Das klingt ja immer so nach, also wenn Journalisten sich so neuen Wegen widmen, klingt das ja immer so ein bisschen außergewöhnlich. Warum seid ihr nicht den traditionellen Weg gegangen? Habt euch einen Verlag gesucht, der euch dann Geld dafür gibt oder ihr zahlt ihm ein bisschen Geld und dass das Buch auf traditioneller Art und Weise veröffentlicht wird? Das stand eigentlich nie zur Debatte. Wir wollten das im Eigenverlag herausgeben und sind dann schnell auf die Idee verfallen, da wir ja einen Brückenschlag haben wollen zwischen traditionellem Journalismus und diejenigen, die schon etwas weiter sind auf dem digitalen Weg, sollte es etwas Gedrucktes sein. Wenn wir das nur als E-Book machen, erreicht man wahrscheinlich nicht genug, aber klassischer Verlag, der reinredet und die Autoren dann insgesamt mit 10%, das ist das übliche Abspeis, das wollten wir gar nicht, wir wollten es selber machen. Also ein Fall von praktizieren, was man predigt, denn in dem Buch geht es auch sehr stark um neue Journalismusmodelle, um neue Geschäftsmodelle, auch für freie Journalisten. Nur dann kam diese Euryclear-Plattform auf uns zu und das, was die uns dann angeboten haben, hat uns so gut gefallen und hat so gut ins Konzept gepasst. Die bieten zum Beispiel Leistungen wie ein Widget, in dem immer mehr Textproben jetzt auch zu lesen sind und dieses Widget ist auf ungefähr 100 Webseiten inzwischen eingebunden und das hat sich wie im Schneeballprinzip weiter verpflanzt. Man kann den Code also von einem Blog oder einer Website nehmen und dann auch wieder auf bei sich stellen und das geht nach dem Schneeballsystem jetzt immer weiter durchs Web. Was sind nochmal, was bietet euch die Plattform neben diesem Widget? Warum habt ihr euch jetzt bewusst dafür entschieden?
Also erstens mal sehr attraktive finanzielle Konditionen, da kann ich jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, aber es ist weit jenseits dessen, was in der Verlagslandschaft üblich ist. Der Kern ist sicherlich das Widget und die Vorbestellfunktion. Also mit den Einzahlungen geht niemand ein Risiko ein. Es muss auch erst bezahlt werden, wenn das Buch wirklich auf dem Markt ist. Also die Bestellungen sind verbindlich, aber erst in dem Moment, wo auch das Buch wirklich erscheint. Ansonsten wird gar nichts eingesammelt. Und wir haben natürlich mit den ganzen finanziellen Transaktionen nichts zu tun. Das ist eine Menge Organisationsarbeit, auch die uns abgenommen wird. Und der Verlag druckt das Buch. Also eine Win-Win-Situation. Tim, wie viele Podcasts hast du jetzt? Also eigenproduzierte, also die sozusagen nur von mir sind, 4, glaube ich. Das klingt eigentlich immer viel mehr. Na gut, dann sind das vielleicht diese Fremdproduktionen. Nicht 5, ja, es wären vielleicht mal 5. 5 ist eigentlich eine gute Zahl. Also ich habe auf jeden Fall genug Ideen für weitere. Daran mangelt es nicht, es mangelt nur an Zeit und Geld. Ja, dein Podcast oder dein Crowdfunding ist eigentlich mit einer Bahncard entstanden. Ist das so richtig in der Retrospektive? Ja, das stimmt. Also ich habe schon sehr lange darüber nachgedacht, auf was für ein Modell man das stellen kann, weil ich wollte eigentlich schon immer, oder seit vielen Jahren war mir klar, dass das jetzt eigentlich das Berufsbild ist, das ich gerne verfolgen möchte. Ich wechsle ja immer meine Berufe alle paar Jahre. Und es dauerte dann aus vielen Gründen eine Weile, bis ich dann wirklich mal dazu gekommen bin, das auch so durchzuziehen. Ich wollte halt schon also viele Leute haben mir finanzielle Unterstützung schon mal angeboten, haben immer gefragt, warum sammelst du denn keine Spenden ein und so. Und dann meinte ich, wenn ich das anfordere, dann möchte ich auch eine klare Ansage machen können, was es dafür zurückgibt. Und da war ich einfach noch nicht bereit für. Dann ist ja hier auf der Ersten Republika mal dieses Ding passiert, dass mir der Rechner geklaut wurde da von der Party. Da gab es dann so einen Sturm der Solidarität und innerhalb kürzester, also da habe ich dann wirklich mal gesagt, okay, jetzt gibt es mal einen Anlass. Und es rasselte halt rein und viele schrieben halt dazu, weil ich will, dass das mit den Podcasts weitergeht. Und da war mir dann irgendwie klar, dass da eine gewisse Dynamik da ist. Und später dann habe ich halt diesen Aufruf gemacht, habe gesagt, okay, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann sage ich euch auch, was ich damit mache, weil wenn nämlich genug Kohle reinkommt, dann kaufe ich mir eine Bahncard 100 und dann kann ich das, was ich tun will, nämlich Leute interviewen, und zwar live interviewen, nicht über Telefon, viel besser machen, weil eben nicht alle immer in Berlin sind und sein können. Und ja, das hat dann in sehr, sehr kurzer Zeit funktioniert und hat mir dann auch dazu noch das Startgeld gegeben, mein Studio aufzubauen etc. Ich habe dann lange Zeit nicht mehr aufgerufen dazu, später dann noch einmal. Es war klar, dass es dann immer so eine Wirkung hatte. Aber es lief immer noch so ein bisschen nebenher. Naja, und dann vor einem Jahr ging es dann eben mit Flatter los, wo ich von Anfang an überzeugt war, dass das ein gutes Modell ist, und das hat für mich auch ganz gut funktioniert bisher. Ist Flatter hier eigentlich schon mal ausführlich behandelt worden? Also wer kennt Flatter nicht im Publikum? Oh, einer. Zwei, drei. Dann müssen wir auf die Webseite verweisen. Oder nochmal ganz kurz erklären, in zwei Sätzen, was ist Flatter, warum nutzt du es? Flatter ist ein Social Payment System mit dem Vorteil, dass man einmal sagt, wie viel Geld man monatlich generell zur Verfügung stellen will und danach nur noch damit beschäftigt ist, zu sagen, wem. Und deswegen funktioniert es auch so gut. Klingt wie eine Bank. Technisch sind sie übrigens keine Bank, das habe ich mal hinterfragt, sondern ein sogenannter Money Agent. Deswegen dürfen sie mit diesem Geld, was sie da einsammeln, auch keine Anlagegeschäfte betreiben, sondern das wird wirklich nur weitervermittelt und ihr Cut. Also in deinem Blog berichtest du regelmäßig über deine Erfahrung mit Flatter. Du hast erst letzte Nacht ein neues Blogposting veröffentlicht. Vielleicht kannst du mal einen Überblick geben. Ein Jahr Flatter, wie hat sich das bei dir entwickelt? Gibt es da immer noch eine Steigerung? Viele sagen, er ist stagniert. Andere zahlen mehr ein, als sie rausbekommen. Wie ist das bei dir? Also ich mache deutlich Gewinn mit Flatter. Im letzten Monat kratze das so an der 2000-Euro-Marke, also Einnahmen pro Monat. Das ist eigentlich kontinuierlich gestiegen mit nur einem kleinen Knick im letzten August, was ich mal so der Sommerpause zuschreibe. Und ich habe dann auch mal etwas ausführlichere Statistiken gemacht und das so auf Tag umgebrochen, weil die Monate sind ja mal unterschiedlich lang und da gab es eben auch so eine kontinuierliche
Steigerung, außer der letzte Monat, wo es nochmal geringfügig runterging. Aber ich denke, das ist zwangsläufig bestimmten Schwankungen unterworfen, aber so in der Summe könnte ich da jetzt nicht glücklicher sein. Und sammelst du immer noch über normales Spendengeld? Kommt da noch was rein? Es wird auch noch direkt gespendet, aus welchen Gründen auch immer. Also es gibt Leute, die wollen halt Flatter oder, weiß nicht, kennen es nicht, wollen es nicht benutzen oder sehen da jetzt den einfacheren Weg für sie. Das läuft halt noch nebenbei. Und das sind dann auch ja, höhere Beträge im Schnitt. Jetzt hast du ja Fremdproduktion auch, die du im Auftrag für andere machst. Du hast deine Einnahmen über Crowdfunding. Wie so als quasi Einzelselbstständiger, Medienunternehmer, wie ist so das Verhältnis zwischen sozusagen Erträgen, Crowdfunding und Dienstleistungen? Ja, das schwankt ja immer so ein bisschen, aber es ist ungefähr so 50-50-Spiel. Okay, danke. Können wir später noch zu. Richard, deine erste Crowdfunding-Erfahrung war nicht der Trip nach New York, sondern du bist spontan nach Ägypten geflogen. Warum hast du dich entschlossen, erstmal, vielleicht erzählst du mal kurz die Geschichte, warum du dahin geflogen bist und ja, du hast dann auch quasi eingeladen, dich zu unterstützen, deine Roaming-Kosten mit anderen zu teilen. Wie lief das ab? Also man muss dazu sagen, das wissen viele wahrscheinlich nicht, aber ich bin ja eigentlich Journalist, auch für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und deswegen war das für mich jetzt gar nicht so ein Stunt, wie viele immer gesagt haben, so, wow, ist das der Irre, ja, als Blogger da Touristen irgendwie mäßig da versuchen, sich zu vermarkten oder sowas. Ich mache das wirklich öfters, also das ist jetzt nicht so, nur ich mache es halt nicht in meinem Blog. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich es eben nicht offiziell für meinen Arbeitgeber gemacht habe, sondern für mich privat, weil das war ein Wochenende und ich war gerade in Israel, ich lebe dort und habe deswegen gesagt, hey, hier nebenan geht gerade die Post ab. Und bei uns zu Hause hat das halt noch nicht sich so rumgesprochen. Die haben den Schollatur vielleicht nicht irgendwo gleich auftreiben können und ein Taxi irgendwie setzen können. Ich weiß es nicht, auf alle Fälle hat es ein bisschen gedauert. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt musst du dahin. Ja, Geld ist ja unser Thema heute. Ich habe, um ehrlich zu sein, da gar nicht dran gedacht. Also das war wirklich... Ich habe dann später mitbekommen, dass das dann zur Diskussion hier wurde von irgendeinem so einem Lummer oder sowas. Aber ich habe das echt nicht, ich habe das echt total abgeschaltet, ignoriert. Ich habe gewusst, da sind die Menschen, da passiert gerade etwas Gewaltiges. Etwas, was man bei uns vielleicht mit der Wende mit gleichsetzen kann. Und sorry, also Geld es gab nichts Unwichtigeres für mich in dem Moment. Ja, aber wir reden hier über Geld und ja, nein, aber du hast gefragt, wie ich daran bin. Also Geld habe ich sozusagen, das wurde mir dann erst nachher so bewusst, als ich dann gesehen habe, dass ich also wirklich nur noch über mein Handy ins Internet komme. Und als ich dann also die erste SMS bekommen habe, sie haben jetzt die 500-Dollar-Marke überschritten und dann kam die nächste gleich 20 Minuten später, wusste ich, okay, das wird jetzt so langsam eng. Ja, und was hast du dann konkret gemacht? Also viele kennen vielleicht nicht die Geschichte, vielleicht erzählst du nochmal, dass du dann den Aufruf gestartet hast, wie viel reingekommen ist. Ja, also weil wir gerade bei Flatter waren, also meine einzige Refinanzierungsmöglichkeit über meinen Blog war tatsächlich erstmal Flatter und da ist genau das passiert, was Tim gerade erzählt hat. Manche Leute haben einfach da geschrieben, irgendwie du, ich habe keinen Flatter, ich will es eigentlich auch nicht, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Hast du PayPal, das war dann die nächste und dann saß ich auf einem Tahrir Square und habe gesagt, ey, ich habe ja irgendwo auf meinem WordPress-Blog noch einen alten PayPal-Knopf, den ich ursprünglich mal aus Protest gegen die WikiLeaks-Aktion abgeschaltet hatte, um ein Zeichen zu setzen. Und habe mir gedacht, ach, scheiß drauf, jetzt setzt ihn halt wieder rein. Und das war auch ganz, glaube ich, im Nachhinein die richtige Entscheidung, weil über PayPal kam dann tatsächlich das meiste Geld, über Flatter kam eine Menge, aber über PayPal halt gleich viel mehr. Und dann haben einige Leute tatsächlich also in einem Kommentarteil gefragt, hey, wir haben weder Flatter noch PayPal, schick uns doch deine Kontonummer. Und dann gab es noch ein paar andere, Sascha Pallenberg, der hat sich gleich, wie Sascha und ich, wir lieben uns eigentlich, obwohl wir uns eben gegenseitig trollen in unseren Seiten. Und er hat mir dann also eine Mail geschickt und gesagt, irgendwie hier hast du mal 250 €. Also war klasse und dann hat auch noch ein anderer Sascha,
hat sich dann auch noch per E-Mail gemeldet, hat gesagt, du, wenn du irgendwie Probleme kriegst oder sowas, melde dich bitte bei mir. Also im Endeffekt hast du das finanzielle Abenteuer in Ägypten überlebt und konntest die ganze Zeit über Roaming, GPS oder UMTS im Netz sein und darüber berichten. Genau, also am Ende bin ich mehr oder weniger mit plus minus null rausgegangen. Ich habe sogar einen leichten Gewinn gemacht. Ja. Aber ja, wie gesagt, also darum ging es mir nie. Jetzt mal eine Frage in die Runde. Was glaubt ihr, was sind die Motivationen eurer Hörer oder Leser, euch Geld zu geben? Also ich kann es jetzt nicht für mich sagen, weil bei mir spielt Flatter nur eine sehr untergeordnete Rolle. Ich glaube aber, dass zum Beispiel im Fall von Tim Beständigkeit belohnt wird, dass die Leute auch nicht unbedingt nur einen einzelnen Beitrag, den sie ganz toll fanden, flattern, sondern irgendwie auch die ganzen Jahre Arbeit, die da drin stecken, die man früher nicht so einfach belohnen konnte, jetzt nochmal rückwirkend belohnt wird. Also man merkt das auch bei Stefan Niggemeier. Der postet ein Video von einem niedlichen Schaf und zack, 100 Flatterklicks. Das kann nicht für dieses Video gemünzt sein. Da wird irgendwie jahrelang Stefan Niggemeier belohnt. Ich fand das süß. Ja, okay, aber flatterwürdig. Und ich glaube, bei dir ist es auch der Mut, der belohnt wird, etwas zu machen, was sonst niemand macht. Das wird durchaus anerkannt. Bei vielen Taz-Artikeln, und das hat die Taz ja auch mal selber in einem Blogbeitrag geschrieben, es ist nicht unbedingt der Aufwand, die Mühe, die in einem Beitrag steckt, die geflattert wird, sondern auch viel Meinung. Also manche kurze Polemik wird mehr belohnt, weil da die eigene Meinung zum Tragen kommt. Ja, denke ich auch, Flatter. Und Leser machen sich nicht unbedingt die Mühe zu ergründen, wie viel Arbeit wohl in einem Beitrag steckte. Ja, das war meine Erfahrung bei netzpolitik.org. Also jeder CDU-Politiker, der einen schlechten Spruch zum Internet raushaut, den wir dann zitieren mit keinem Aufwand, bringt uns mehr Flatter als jeder längere Artikel, den wir recherchieren müssen. Das lesen wahrscheinlich aber auch mehr Leute. Das ist eine reine Quantitätsfrage an der Stelle auch. Meinst du, das liegt daran? Ich meine, deine Podcasts widerlegen ja genau diese These. Deine Podcasts sind teilweise epische 2 oder 3 Stunden lang. Ja, aber das hören auch viele Leute. Also, ja, ist so. Ja, klar, aber deine These war ja gerade, langer Text wird nicht von so vielen Leuten gelesen, aber gleichzeitig, also Podcasts werden dann... Ja, weil es natürlich viel einfacher ist, eine lange Sendung zu hören, als einen langen Text zu lesen. Das ist der Vorteil von Audio, und wenn man sich bei Flatter anschaut, was da gut läuft, die Podcasts sind da ganz weit vorne, und ich finde, da gibt es auch viele gute Gründe, warum das so ist. Ich werde natürlich häufiger gefragt, warum denn das jetzt bei mir mit Flatter so gut funktioniert hat. Ich denke, dass bei mir eine ganze Menge zusammenkommt, mehr oder weniger zufällig, die eben genau auf dieses Modell gut passen. Ja, also ich fühle mich total beschenkt mit Flatter, das ist wie für mich erfunden, weil es natürlich gerade dann gut funktioniert, wenn man eine starke Community hat. Ja, die hatte ich jetzt eh schon über eine längere Zeit aufgebaut, mit der man eben auch sehr persönlich in Verbindung steht. Ich mache regelmäßig Hörertreffen, ich versuche die Leute in Live-Sendungen einzubinden etc. pp. Ich schreibe viel und erzähle viel über meine Arbeit. Die Leute wissen, was ich mache. Es ist halt so, Radio ist halt einfach sehr nah und die Informationsvermittlung ist eben auch sehr direkt. Ich bin auch schon mal an meiner Stimme erkannt worden, an der S-Bahn-Station und so. Das sind halt alles solche Effekte, die da mit reinspielen. Bei Video ist das wahrscheinlich noch viel stärker. Also wenn das da erstmal Fuß fasst, wäre ich nicht überrascht, wenn das da eben auch noch größere Kreise zieht. Ne? YouTube, wo sich viel davon abspielt, ist ja derzeit weitgehend flatterfrei. Das kann sich halt alles noch ändern und da bin ich auch sehr gespannt, wie da der Effekt ist. Also ich bin da jetzt nicht sonderlich überrascht, ich bin nur überrascht darüber, wie schnell es in Fahrt gekommen ist. Und teilst du Ulrikes Einschätzung über die Motivation deiner Hörer, dir Geld zu zahlen? Es mag was mit der Vergangenheit zu tun haben, aber ich habe vor allem das Gefühl, dass es viel mit der Zukunft zu tun hat. Die Leute unterstützen dann mit Flatter auch. Es ist so dieses, hat man dieses Bild gebracht, sie wünschen am Montag das Internet in derselben denselben Zustand vorzufinden wie vor dem Wochenende und wollen halt, dass dieser Content, der Teil ihres Netzlebens, ihres Kulturkonsums ist, auch erhalten bleibt. Also es ist eben eher eine Investition in die Zukunft. So. Man sagt so, ah ja, das ist gut, dass es das gibt, das möchte ich, dass das bleibt und deswegen unterstütze ich das. Und man macht es jetzt gar nicht so sehr fest an konkreten Sendungen und an
Outputmenge oder sonst irgendetwas. Das spielt da auch noch mit rein, aber ich denke, es ist vor allem das, was hier eine Rolle spielt. Deswegen ist starke Community-Bindung eben hier sehr wichtig, und ich denke, dass Flutter eben für alles sehr gut funktionieren kann, wo eben schon eine Community da ist oder wo das Potenzial ist, eine starke Community aufzubauen. Was ich persönlich an Flutter als User besonders klasse finde, das ist, dass ich nicht, wie soll man sagen, bevormundet werde durch das System, ob ich etwas schon gut finde, bevor ich es überhaupt gesehen, gelesen oder gehört habe. Ja, also ich kann dann immer noch entscheiden, will ich diesen einzelnen Beitrag jetzt also belohnen oder fand ich es heute mal nicht so gut, und dann spare ich es mir einfach auf für einen anderen Blog oder für einen anderen Beitrag. Und das fehlte mir bislang immer bei den anderen Pay-Modellen, dass ich da entweder Kachingle beispielsweise, wirst ja sozusagen schon abkassiert in dem Moment, wo du auf die Seite gehst, aber wenn die gar nichts Neues hat, ja, dann habe ich quasi dem schon was gegeben, ohne dass der irgendwie einen neuen Blogpost drauf getan hat. Und das finde ich bei Flutter toll. Ich kann wirklich danach wirklich sofort impulsmäßig sagen, nee, das fand ich jetzt gut, hat mein Leben bereichert, den drücke ich. Und es ist einfach so einfach und so spontan. Man klickt da einmal drauf und es tut nicht weh. Ja, Ulrike, du hast Erfahrung mit Kachingle gesammelt. Ich glaube, der Rest von uns, du auch. Wir haben gleichzeitig angefangen. Ich habe es dann nach 2 oder 3 Monaten schon wieder eingestellt. Vielleicht erklärst du noch mal kurz, was es ist und wie so deine Erfahrungen damit waren. Kachingle ist das amerikanische Pendant zu Flutter, ist hier unbekannter. Komischerweise ist das in den USA aber andersrum, da ist Flutter unbekannter. Kachingle funktioniert nicht besonders gut, es stagniert. Auf welchem Niveau? Auf niedrigem. Also wie niedrig? Also ich bin zum Beispiel mit 55 Kachingle-Unterstützern, das schwankt. Ich glaube, momentan bin ich weltweit Platz 7, war auch schon mal weltweit Platz 5. Aber nur um das mal in Relation zu setzen, ich zahle da also $5 ein. Man kann sich das auch nicht aussuchen, anders als bei Flutter, wo man ja von 2 bis 100 Dollar monatlich den Regler freischieben kann, ist das bei Kachingle festgelegt auf $5. Und ich kriege jeden Monat zwischen 8 und $10 wieder raus. Und das in den weltweiten Charts. Also Kachingle stagniert. Ich hatte mir mehr davon versprochen, weil das System auch sehr einfach ist, aber Kachingle hat halt keinen Nerd an der Spitze. Kachingle war hier noch nicht auf der Republika und hat sich vorgestellt, das ganze Modell müsste eigentlich viel, viel bekannter werden, und ich glaube, diese Beschränkung auf $5 ist ein ziemliches Hemmnis. Trotzdem habe ich Kachingle nicht abgeschrieben. Ich hoffe, dass auch daraus noch was wird. Also ich behalte erstmal beides bei. Du hattest das nie irgendwie in Betracht gezogen? Nee. Oder funktioniert das überhaupt für Audiobeiträge oder ist das nur für... Kachingle ist extrem blockorientiert. Das ist auch das, was mich von Anfang an daran gestört hat. So, dass es so dieses die Zeit nimmt und was Richard schon angesprochen hat, so dass es auch so diese Tracking-Elemente, dass das auch von vornherein mit reingedacht ist, mit Anwesenheit auf dem Blog und so. Und das funktioniert natürlich für Podcasts überhaupt nicht, diese Denke. Flutter war von vornherein offen für alle Medienformate und hat so auch die, ja, das Minimum ist sozusagen eine URL, und was auch immer diese URL symbolisiert, es kann halt belohnt werden. Und ich denke, das ist in Anbetracht der Vielseitigkeit der Inhalte im Netz einfach der richtige Ansatz. Das Atom ist da kleiner. Und auch diese Beschränkung auf $5, das ist also für vieles zu viel und für manches zu wenig. Das ist einfach nicht flexibel genug, und bei Flutter kann man halt einfach sagen, ich habe einfach so und so viel Geld übrig, die will ich einfach geben. So. Und dann stelle ich das halt einmal ein, und wenn ich mal weniger Geld habe, dann kann ich diesen Slider ja bis zum Ende des Monats jederzeit wieder auf bis zu 2 Euro runterschieben, wenn ich es mir nicht leisten kann. Aber das ändert eben nichts daran, wie ich verflattere. Also das Benutzerverhalten muss dann niemals verändert werden, nur der Geldeinsatz, und der Rest regelt das System halt automatisch. Darüber hinaus sehe ich bei Flutter noch so viel Potenzial für zukünftige Entwicklungen, dass ich das eben einfach sehr positiv bewerte, und Kachingle finde ich einfach uninteressant. Also was ich bei beiden Systemen noch für eine ungelöste Frage halte, ist, inwieweit es gelingt, das zu öffnen, dass mehr Internetnutzer, die wirklich profitieren davon, dass andere Inhalte einstellen, einzahlen. Also im Moment habe ich sowohl bei Flutter als auch bei Kachingle das Gefühl, dass ein großer Teil der Gelder in einem geschlossenen Kreislauf hin und her geschoben wird. Also man darf nicht vergessen, dass ihr beide exponierte Beispiele seid, bei denen das sehr gut funktioniert. Für die Masse derer, die Buttons einsetzen, funktioniert es beileibe nicht so gut, obwohl auch die viel Inhalte produzieren.
Und ich bin auch etwas skeptisch, was Peter Sunde hier gesagt hat, also dass man jetzt demnächst auch Twitter-Accounts flattern kann und eigentlich alles, was eine URL hat. Henne- oder Ei-Problem. Ne? Es ist ja schön und gut, wenn jetzt demnächst noch viel mehr Internetseiten geflattert werden können. Aber das bedeutet dann auch, dass die Beträge für die Einzelnen tendenziell noch kleiner werden, solange nicht im gleichen Maße auch noch mehr Flatterer dazukommen. Wie meint ihr denn, kann man Crowdfunding mal ein bisschen bekannter machen? Also eigentlich sind wir hier wahrscheinlich alle so Pioniere in der Gesellschaft, die damit rumexperimentieren. Gleichzeitig hat Crowdfunding eigentlich nur eine Zukunft, wenn mehr Menschen mitmachen. Wie kann man das schaffen? Also neben einfacheren Zugangsmöglichkeiten zu Werkzeugen wie Flatter, wie kann man generell das Prinzip, dass man halt quasi als Künstler, als Urheber, als Kreativer, als etwas Schaffender tatsächlich dann auch von einer Community finanziert wird, wie kann man das bekannter machen und wie baut man sich überhaupt als Unbekannter so eine Community auf? Oder sind das jetzt so viel zwei Fragen? Naja, das ist wie bei allem, ne? Wie viele Leute hatten Anfang der 90er Jahre E-Mail und wie selbstverständlich ist das heute? Also ich sehe da jetzt eigentlich gar nicht so das große Problem. Derzeit ist es sicherlich erforderlich, dass man mit seiner Community redet, dass man das vorstellt, dass man das erklärt, dass man auch klar macht, was man damit macht oder in was für eine Situation einen das dann bringt, dass die Leute einfach sehen, was es bewirkt. Und ich denke, das ist auch der Reiz bei diesen ganzen Micropayment-Systemen, dass einfach die Kopplung zwischen Inhalte, Anbieter und denjenigen, die daran sich erfreuen, dass das eben möglichst nah beieinander liegt. Dass das nicht alles so disjunkt ist, dass es nicht so viele Zwischenstellen gibt. Und ich sehe eigentlich, was ich von meinen Hörern höre, ist so, dass sie so, toll, endlich mit Flatter, sowas habe ich schon immer gesucht, weil ich einfach immer schon dieses Bedürfnis hatte. Also sie haben so ein Vakuum eigentlich schon immer gespürt, dass sie eigentlich das Gefühl haben, sie beziehen so viel aus dem Netz und haben gar keine Gelegenheit, das in irgendeiner Form auszugleichen. Und an der Stelle ist Geld einfach ein schönes Mittel, das einfach zu machen. Ja, wenn man jetzt nicht auf andere Art und Weise beitragen kann, indem man Designs oder Arbeit oder Administrationstätigkeiten beisteuern kann. Also ich persönlich habe außerdem noch gelernt, ich glaube, was wir in Zukunft mehr machen müssen und wo wir noch nicht so richtig dran gedacht hatten in den letzten Jahren, war auch die Transparenz auch herzustellen. Will heißen, wenn ich jetzt also meinen Bloglesern irgendwie zumute, dass sie mir was spenden, dass ich denen auch nachher auch wirklich sage, was habe ich damit gemacht und wie ist ihr Geld verwendet worden. Und das ist etwas, das habe ich auch zum ersten Mal gemacht, aber es war für mich klar, dass ich das machen muss, auch machen möchte, weil ich möchte auch im Zweifel wieder darauf zurückgreifen können, irgendwann mal, wer weiß, was ich nächsten Monat plane. Und da möchte ich also keine verbrannte Erde auch hinterlassen. Ich glaube also, um das bekannter zu machen, musst du, finde ich, dann auch sagen, irgendwie passt auf, wenn wir auch ein Buch drucken und so weiter, wir haben die ausgeliefert, so und so viele Stück sind verkauft worden und so weiter. Also fände ich schon gut, wenn wir das dann tun. Übrigens, dass das Buch so spät fertig wird, liegt daran, dass ich bis zum Mittwoch noch geschrieben habe. Sorry. Deswegen. Du warst das also. Ja. Wir hatten eine Januar-Abgabe und ist doch ein bisschen später geworden. Ist aber ein gutes Buch. Hast du schon gelesen? Ja, weil ich habe das Schlusskapitel und deswegen durfte ich alle anderen Texte schon anlesen. Okay, wir haben nicht viel Zeit, deswegen können wir wahrscheinlich Fragen jetzt mal aus dem Publikum nehmen, oder haben wir noch? Ach, erst so lange wenig geredet. Ja, nehmen wir trotzdem mal Fragen aus dem Publikum, wenn Fragen da sind. Oder Statements, oder gibt es überhaupt ein Mikrofon? Eine Funke. Falls da hinten... Es geht um die Plattform, über die das Buch finanziert wird, den Namen davon. Die heißt Euryclea mit C und Y.de. Ja, am Anfang war uns das auch nicht ganz geheuer, weil wenn man auf so einer Buchplattform präsentiert wird, dann sucht man sich seine Nachbarn nicht aus. Und da waren anfangs der Fetisch des so und so van der Rohe direkt in zwei Teilen. Und ein Mittelalterbuch, also das ist natürlich bei einem klassischen Verlag, da steht man dann schon in einer Reihe auch mit den Fachbuchklassikern, aber okay, es ist ja auch ein Experiment. Und das Buch wird dann auch im Fachhandel erhältlich sein und über die üblichen Buchplattformen oder nur auf dieser Plattform über die Widgets?
Nein, also wir werden die ganz üblichen Plattformen mitbedienen, also in erster Linie natürlich auch Amazon. Wir propagieren das aber nicht unbedingt über Amazon zu bestellen, weil Amazon nimmt eine sehr hohe Provision. Also wenn man über Euryclea bestellt, dann geht wirklich der größte Teil bleibt dann bei uns hängen. Wobei es ist momentan ein Non-Profit-Projekt. Also wir haben uns momentan nicht vorgenommen, uns auch nur einen Cent an uns auszuzahlen, sondern das, was reinkommt, wird erstmal in den Aufbau der Internetplattform gesteckt, die dazugehören soll. Und was will die Internetplattform dann bieten? So ein Nachteil eines gedruckten Buches ist ja, dass es eigentlich schon vor der Drucklegung beginnt zu veralten. Also du kannst ja zugucken, wie da die Blätter welken und die Inhalte welken. Und gerade bei einem Thema Journalismuswandel, wo täglich was Neues passiert, können wir nicht sagen, okay, das ist das Buch und das ist jetzt für alle Zeiten gültig, sondern da muss auch was aktualisiert werden. Vieles kann man auch im Internet viel besser darstellen. Also das Buch wimmelt vor Links. Das sieht natürlich unschön aus. Also wir werden einen eigenen Linkverkürzer haben und auf der Website werden dann thematisch gebündelt die Links aufgelöst. Dann haben wir jede Menge Videos. Die können wir natürlich auch im Buch nicht darstellen. Also allein schon deshalb brauchen wir eine begleitende Website. Aber wir überlegen noch, ob wir nicht in irgendeiner Weise, also das habe ich fast schon mal gesagt, das Buch heißt übrigens Universalcode, überlegen, ob es nicht auch eine Universalcode-Community gibt, die gemeinsam an der Weiterentwicklung des Journalismus arbeitet und Ideen entwickelt. Wir wissen nur noch nicht, in welcher Form wir das stemmen können, weil das ist die eine Sache, Autoren zu bitten, ein Kapitel zu schreiben für Lau, wobei die meisten das übrigens von sich aus vorgeschlagen haben, die haben wir gar nicht mühsam bitten müssen. Aber kontinuierlich an einer Website zu arbeiten, ist dann schon auch mal eine andere Nummer. Also ich glaube, Flatter ist jetzt beileibe nicht unbedingt die einzige Option, die man hat. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, worum es geht. Flatter ist halt super für so kontinuierliche Tätigkeit. Und die anderen Crowdfunding-Sachen, über die ja sicherlich heute Vormittag hier schon viel gesprochen ist, die sind halt super, wenn man ein konkretes Projekt in Angriff nehmen kann. Also in einer meiner anderen Identitäten bin ich ja zum Beispiel in diesem Projekt Blinkenlights. Ja, da mangelt es selten an guten Ideen und Fokus, aber am Ende ist immer genau das Geld ein Problem. Und ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, dass sollte es nochmal die Gelegenheit für ein neues Blinkenlights-Projekt geben, dass man da eben genau über dieses Crowdfunding mit einem klaren Ziel, ja, mit einer klaren Beschreibung, das ist das, was wir machen wollen, wo es auch einen klar absteckbaren Zeitrahmen und Aufwand gibt, dass man da so etwas extrem gewinnbringend einbringen kann. Also insbesondere für Künstler im weiteren Sinne sind diese Plattformen sicherlich hochinteressant. Auch hier spielt natürlich wieder Community-Reputation eine große Rolle. Wenn man natürlich schon mal was gemacht hat und vorzeigen kann, bringt das eine ganz andere Mobilisierung mit sich, als wenn man jetzt ganz neu ist. Aber ich meine, das ist halt das Problem, was alle, also jeder, der neu ist, ist halt neu. Ne? Und dann muss man halt irgendwann ist man halt vielleicht nicht mehr so neu, wenn man es richtig gemacht hat. Was glaubt ihr? Also ich glaube, je mehr Möglichkeiten es gibt, ganz spezifisch für bestimmte Projekte den Leuten entgegenzukommen, zu ermöglichen, sich irgendwie daran zu beteiligen. Und für die meisten, die keine anderen Mittel haben, nicht selbst produzieren, sich finanziell an einem Projekt zu beteiligen, das ist gut. Wir brauchen eine ganze Infrastruktur, ein ganzes Ökosystem solcher Finanzierungen und für jedes Projekt sind andere, also wie Tim schon sagte, kontinuierliche Arbeit ist klasse für Flatter. Manchmal gibt es aber auch ganz konkrete Projekte, die sehr genau beschrieben werden müssen, wo dann auch größere Beträge zusammenkommen müssen. Also ich habe mich jetzt intensiver beschäftigt mit der Musik-Crowdfunding-Plattform Celeband, wo es darum geht, Alben einzuspielen, Promotion auch zu machen.
Für Filme, da reichen auch nicht einige Flatterklicks, damit ein Film entsteht. Und die Leute wollen aber natürlich dann auch wissen, was mit ihrem Geld geschieht. Und manche dieser Plattformen haben eingebaute Incentivierungssysteme abgestuft. Also für 10 Euro kriegst du ein Album, für 20 Euro legen wir noch ein T-Shirt da drauf und Bonustracks und so weiter. Also da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und je mehr Vielfalt, umso besser. Ich versuche mir mal vorzustellen, was würde passieren, wenn Apple jetzt beispielsweise in den Markt einsteigen würde und sagen würde, wir würden über iTunes jetzt nicht nur die Verleger zur Kasse bitten, sondern wir würden jetzt also auch ins Micropayment einsteigen. Weil, und das ist schon etwas, was ich mich frage, warum haben mir die Leute über PayPal so viel gezahlt? Doch nicht, weil sie PayPal so klasse finden. PayPal hat übrigens auch eine ziemlich Hammermarge, zumindest wenn man im Euro-Bereich spendet, dann kommen davon nur 60 Cent bei mir an. Ne? Also das ist schon ziemlich heftig. Aber was wäre, wenn die also mit ihren, weiß nicht, wie viele Kreditkarten haben die in iTunes schon hinterlegt? Ein paar hundert Millionen vielleicht. Und wenn du dann wirklich nur noch nach diesem iTunes-Prinzip nur noch einen Knopf drücken müsstest und sagst irgendwie, okay, hier ein Euro oder, weiß ich nicht, 2 Euro oder so etwas. Das wäre schon attraktiv. Und ich glaube, der Vorteil hier, also bei meinem persönlichen Beispiel, ist es einfach gewesen, dass die Leute nicht extra wegen mir sich wieder anmelden wollten oder irgendwas Neues, neuen Mädchennamen ihrer Mutter und schicken Sie bitte die Kopie Ihrer E-Mail dann bitte noch dahin, sondern dass die einfach schon bei PayPal waren, weil sie über, weiß ich nicht, Amazon oder eBay, ja, einfach schon eingeloggt waren und dann war das für die wirklich nur noch, waren 2 Mausklicks eigentlich, also ein Mausklick, dann den Betrag eintippen und Return drücken und dann hatte ich mein Geld. Was würde passieren, wenn der Like-Button noch einen zweiten Klick akzeptieren würde und zu einem Flatter-Button mutieren würde? Also das hätte, glaube ich, noch mehr Impact heute. Und ich würde das auch gar nicht ausschließen, dass das... Ruf doch mal den Zuckerberg an. Bitte? Ruf doch mal den Zuckerberg an. Ja, die müssen ihre Geschäftsmodelle schon selber wählen. Aber ich sehe da eine Menge... Also ich würde das nicht ausschließen wollen. Das kann durchaus passieren. Ja, und zumal das für die auch ein super Einstieg wäre, überhaupt einmal in eine direkte Geldbeziehung mit ihren ganzen Kunden zu treten und eben nicht nur das indirekt über Werbung zu machen. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen und das wäre dann wahrscheinlich die vollständige Funding-Revolution für kulturelle Projekte überhaupt. Ich habe eine Frage bezüglich, ob ihr glaubt, dass zum Beispiel potenzielle Investoren abgeschreckt werden, wenn ihr Flatter habt auf eurem Projekt. Dass die sagen, okay, ihr macht das eigentlich selber und deshalb irgendwie investiert niemand in euch, weil ihr uns nicht braucht oder sowas. Wie sieht daher eure Erfahrungshaltung eigentlich aus? Ist es so, dass das, also diese traditionellen Investoren alle eher sagen, lieber nicht? Warum sollten Investoren sich davon abschrecken lassen, wenn die Community Bereitschaft zeigt, Geld zu geben? Also das ist doch genau das, was Investoren eigentlich suchen. Vor allem ist es ja auch für sie ein guter, wie soll man sagen, Gradmesser, wie erfolgreich eine Seite, ein Blog oder ein Podcast ist. Also wenn ich da sehe, wow, die Leute zahlen dafür schon freiwillig ein paar hundert Euro, dann gehe ich doch da rein in den Ring und sage, okay, das scheint was wert zu sein. Nee, das stimmt nicht. Also Flatter kannst du zum Beispiel auch Donations machen. Also ich habe sehr viele, verdiene fast mehr Geld mit meinem Blog über Donations als über die eigentliche Flatter-Click-Funktion. Da können die Leute genauso wie bei PayPal übrigens einfach nur einen Betrag reinschreiben und unabhängig von diesem Sharing-Modell auch direkt spenden. Ich sehe es eigentlich auch eher umgekehrt. Wenn man zum Beispiel das Beispiel Musik nimmt, dann ist es ja nicht so, dass ein Plattenlabel nicht in einen Künstler investiert, weil der auch schon Geld eingesammelt hat von seinen Fans direkt, sondern eher im Gegenteil. Also heute ist es ja schon Standard, wenn eine neue Band zu einem Label kommt, dann fragen die als erstes ja, und was bringst du uns mit? Hast du schon eine Fangemeinde? Hast du schon mal eine CD produziert? Also die wollen eher schon mal eine haben, bevor sie noch eine drauflegen. Ich versuche ja auch so ein bisschen für mich auch als freier Journalist zu werben, indem ich zu einem Sender gehe und sage, pass mal auf, ich habe ja schon ein paar Leute, die folgen mir auch wahrscheinlich zu euch. Über noch 2 Fragen? Ja. Ja, wir haben jetzt so viele schöne Erfolgsgeschichten gehört. Mich würde ja interessieren, ob es von euch irgendwie vielleicht auch Geschichten zum Scheitern gibt, also selbst erlebt,
oder eben halt auch an anderen beobachtet, ist ja auch immer ganz instruktiv, das Scheitern oder Misserfolge, was halt nicht funktioniert mit Flatter und Crowdfunding. Also wo man sozusagen auch einfach nicht weiterkommt oder ja einfach eine Bauchlandung gemacht hat etc. Ich kann es ganz kurz machen, ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe dieses Kachingle ausprobiert und das habe ich nach 3 Monaten gleich eingestellt, das hat mir nichts gebracht. Das zweite ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier rumgereicht werde, weil ich irgendwie nach Ägypten gefahren bin, dann wird nie erwähnt, dass ich mir natürlich da auch keinen Lohn ausgezahlt habe in der Zeit. Ja, also ich war da 4 Tage, 5 Tage, ich habe zwar meine Hotelkosten und meinen Flug wieder reinbekommen und die Roamingkosten, aber letzten Endes, also es war ein Riesenverlustgeschäft, weil in der Arbeitszeit hätte ich ganz normal beim Bayerischen Rundfunk 4-mal die Nachrichten gelesen und dann wäre ich mit einer anderen Summe nach Hause gegangen. Also das ist, wie soll ich sagen, jetzt nicht spektakulär, aber das ist eigentlich noch eine Verlustgeschichte oder eine, ja, weil ich jetzt nicht wirklich davon alleine leben kann. Ist so. Wobei gerade dein Ägypten-Trip eigentlich dafür kein gutes Beispiel ist. Ich habe mir also deine Aufschlüsselung, wie viel kam über welche Kanäle rein, sehr genau angesehen. Das Blamable war eigentlich, obwohl du ja letztlich dann auch was für klassische Medien gemacht hast, wie wenig an Honoraren reingekommen ist. Also du hast doch wesentlich mehr direkt von deinen Unterstützern bekommen. Ja, aber das kannst du natürlich nicht zum Gradmesser nehmen. Das war halt ein Peak. Da war tatsächlich gerade ein Vakuum an Informationen und die Leute wollten einfach was wissen, was da wirklich vonstatten geht und in dieses Vakuum, da war ich halt gerade da, aber du hast auch gesehen, dass die Spendenbereitschaft nach hinten hin natürlich abgenommen hat. Warum? Weil dann die klassischen Medien auch angefangen hatten, ihre Leute da zu positionieren und dann war ich aus dem Geschäft. Also ich würde so etwas, das geht mal, ja, und ich wusste auch, also was heißt wusste, aber ich habe davon profitiert, dass es also mir dann hier zugute kam, aber ich würde daraus kein Geschäftsmodell entwickeln wollen, weil ich nicht wüsste, wie ich es machen müsste. Meinst du denn, dass es einem Blogger, anderen Blogger oder Journalisten, der jetzt vielleicht nicht so bekannt ist, möglich wäre, zum Beispiel über diese Wege eine Reise nach Afrika in ein Krisengebiet zu finanzieren, um von dort zu berichten? Würde das heute jetzt schon klappen oder ist das noch Zukunftsvision? Das gab es ja schon mal. Ich meine, damit fing das ja alles an. Dieses, wie hieß das? Back to Iraq? Wie hieß der Alive in Baghdad. Nee, nicht Alive in Baghdad, sondern Back to Iraq. Das war, ich kriege jetzt die Namen nicht mehr zusammen, das ist schon, es war halt auch zu Zeiten des Zweiten Irakkriegs, wo jemand, der schon mal vor Ort war, dann halt nochmal hin wollte, als die Kämpfe richtig ausgebrochen sind und der hat dann eben auch zu Spenden aufgerufen und ist dann eben tatsächlich über die Türkei, über Kurdistan dann auch eingereist und hat von dort eben auch berichtet und damals lief das aber halt noch über PayPal, glaube ich, oder erinnert mich, aber das war das erste Mal, dass ich genau dieses Ding mit, ich will hier Journalismus machen, bitte unterstützt mich doch, dass das an der Stelle auch schon funktioniert hat. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen waren, aber er hat seinen Flug, seine Reise damit eben auch schon, also mindestens hat es ihn ausreichend motiviert, es trotzdem zu machen, wenn das Geld nicht gereicht hat, aber soweit ich mich erinnere, war das dann wohl ausreichend. Nur als Journalist hast du natürlich dann immer Pech, wenn gerade irgendwie am Tag, wo du das starten willst, irgendwo anders ein Atomreaktor in die Luft fliegt, weil dann hast du halt, dann interessiert die Leute das halt null, dass du zurück in den Irak möchtest. Ja. Das ist leider so und so zynisch das ist, man hat immer so Aufmerksamkeitswellen, ihr wisst das selber, am Anfang des Jahres ging es los mit Dioxin, dann hatten wir irgendwie die Aufstände in Nordafrika, dann war Japan, ja, und jetzt ist irgendwie, Gutenberg habe ich noch vergessen, also es ist ja immer irgendwas. Und also da tust du dir mit solchen Modellen dann, also kannst du Pech haben, ja. Weil ich so schnell war, ja, und nur deswegen kam mir dieses System zugute, weil ich tatsächlich mich wirklich in so eine Nische da rein bewegt habe, wo ich wirklich in einem Zeitfenster von 3-4 Dingen wahrscheinlich einer der wenigen deutschsprachigen Journalisten direkt auf dem Tarierplatz war. Aber das war die Ausnahme. Übrigens, der Matthias Gebauer von Spiegel Online saß mehr oder weniger neben mir und hat dasselbe getan. Das nur, also dazu, also auch die klassisch kann man zu Spiegel Online klassische Medien sagen? Ich glaube schon. Also die klassischen Medien, haben das, also da gab es schon auch noch andere Leute. Ich will das einfach nur zur Ehrenrettung der Journalie sagen, dass da jetzt nicht irgendwie 1000 Blogger dahin. Jetzt also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, ist ja zumindest ein wichtiger Faktor. Ja, und es muss ja auch nicht immer ein klassischer Journalist sein. Wenn da einfach ein guter Blogger hockt, ja warum denn nicht? Hallo. Und mit dem richtigen Projekt, also nicht etwas, was nur wenige Tage von Relevanz ist. Es gibt ja in den USA die Plattform Spot Us, schon seit 2 Jahren, wo man
nicht im Nachhinein Spenden einsammelt, sondern wo eine Recherche vorfinanziert wird. Und erst wenn die Summe zusammengekommen ist, wird das Projekt umgesetzt. Das hat natürlich wenig Sinn für Tages- oder Wochenaktuelle Ereignisse, weil so schnell kommt das Geld nicht zusammen, sondern das müssen schon Themen sein, die auch längerfristig von einer gesellschaftlichen Relevanz sind. Und dann ist es auch egal, ob mal eben Fukushima im Fokus steht, weil auch Fukushima ebbt schon wieder ab. Aber wenn man sich das richtige Projekt ausgedacht hat, das muss dann immer noch bedeutsam sein. Gibt es da eigentlich Erkenntnisse, ob Spotters auch wirklich funktioniert? Also ich kenne da nicht so viele Spotters Berichte. Funktioniert gut. Spotters hat auch eine ganz eigene Form von Werbung übrigens integriert inzwischen, die sehr gut zu dem Crowdfunding passt. Nennt sich Community Focused Sponsoring. Und das hat sich der Plattformgründer David Cohn überlegt, der nicht dafür verantwortlich sein sollte, die Werbung zu verteilen. Und er wollte auch nicht, dass die Unternehmen die Werbegelder gezielt auf Projekte verteilen können, weil dann könnten sie ja Einfluss nehmen darauf, welche Recherchen umgesetzt werden oder nicht. Das heißt, die Community entscheidet auch über die Verwendung der Werbegelder. Man kriegt so Credit Points und darf die dann als User und darf die verteilen auf die Projekte. Okay, wir müssen jetzt mal abbrechen, weil jetzt erfahrt ihr, wie man mit Software reich werden kann. Maxwell Salzberg von Diaspora, ja, erzählt, moderiert von Ella Kagel, die Geschichte, wie man $10.000 haben möchte und mit $200.000 überschüttet wird. Thank you.